Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 19, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Das erste Spiel, wo wir einen Matchbook haben in Köln. Spiel 5 steht an. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, in Köln die Meisterschaft klar zu machen. Also eventuell heute die letzte Folge. Gestern in der Overtime gewonnen, nachdem wir das Spiel eigentlich hergeschenkt haben. Wir haben im letzten Drittel 3:1 relativ souverän geführt. Und dann der Doppelschlag von Nürnberg in der letzten Spielminute, was dann das 3:3 gebracht hat. Aber dann Corey Potter einfach mal abgezogen in der Overtime, wenige Minuten nach Spielbeginn oder nach Overtime-Beginn. Und der Drops war gelutscht. Jetzt sehen wir es hier. Kölner Haie 11 Siege, eine Niederlage in den Playoffs. 9 Siege von Nürnberg, 6 Niederlagen. Schauen wir mal. Niklas Treutle, 2,23 Gegentor pro Spiel, 91% die Fangquote, 9,51 die Bilanz. Und auf der anderen Seite Wesslau, 1,09 Gegentor pro Spiel. Die Bilanz von 92,5 und 3 Shutouts. So, Acton, Brown, Reimer gegen Schütz, Müller, Pinizzotto. Schütz gewinnt das erste Bulli. Merdeisky. Abgezogen, aber den hat er noch gehalten. Natürlich ist er vorbei. Gehalten hat er gar nichts. So, Potter. Scheibengewinn. Pinizzotto. Jetzt sind wir heute mal richtig motiviert. Ah, aber Pinizzotto war zu übermotiviert. Medaisky fängt zum Glück die Scheibe ab. Geblockt. Ah, Arnsen. Und Marcel Müller. Und nächste Strafe wieder gegen Nürnberg. Haben die eigentlich gestern eine Strafe gehabt? Ich glaube, gestern waren die Nürnberger relativ entspannt, was Strafen anging. Aber auf jeden Fall muss jetzt der Captain raus. Patrick Reimer. Und erste Chance für uns im Powerplay. So, Schütz gewinnt das Bulli. Sulzer, wir müssen es jetzt ruhig angehen einfach. Schütz, ah, schlägt vorbei, beziehungsweise von Hubert entscheidend gestört. Wesslau. Janeway. Eckerson. Nein, Hubert. Spitzelt ihm die Scheibe weg. So, Janeway mit Schütz. Müller mit dem 1-0. Jawohl. Schön hinten rausgespielt. Marcel Müller mit seinem 5. Playoff-Tor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder sein 4. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die 1-0-Führung für die Haie im Powerplay. Nach 4 Minuten 16 Sekunden trifft Müller. Sehr schön. Wir kriegen keinen Assist, der auch da. Eckerson und Schütz. Horsberg gewinnt das Bulli. Ellis. Morgan Ellis. Und da ist die nächste Strafe gegen Nürnberg. Die KI ist gerade wieder mal richtig on fire. Und nächste Strafe. Diesmal trifft sie den Assistenten. Wer war das? Lalonde. Lalonde ist nämlich Assistent von Nürnberg. Assistentkapitän. So, Zalewski. Verliert Bulli, Gilbert, Festerling. Rausgechippt. Ganz ruhig, so wie eben. Ryan Jones. Auf Pinizzotto. Ja, die Scheibe ist wieder draußen. Aber das hatten wir eben auch schon mal. Kein Problem. So, Ryan Jones. Auf Madaisky. Pinizzotto. Oh. Gilbert spielt rüber, aber Jones fängt ab. Nein, Treutle hat die Scheibe. Aber ich glaube, den hätte ich eh nicht gemacht, weil es halt mit der Rückhand gewesen wäre. Ja, lange Gesichter bei den Nürnbergern natürlich. Schütz gewinnt das Bulli. Sulzer auf Janeway. Oh, Schütz! Und sie spielen raus. Zweite Unterzahl überstanden jetzt für Nürnberg. Und Felix Schütz jetzt wieder. Schütz. Treutle. Ist die Scheibe noch frei? Lalonde. Die Scheibe war wirklich frei. Eckes mit der Chance zum 2-0.
aber entscheidend gestört Weslow. Was war das denn? Schütze auf Eckerson. Sulze, oh, vorbei. So, abgefangen von Sulza. Oh, das war, na gut, zumindest gibt es kein Icing. Bei Festerling, da steht Jochina. Sulza macht zu. Ellis fängt ab. Ach, Mann. Strafe, jawohl, dankeschön. Nürnberg mit der nächsten Strafe im ersten Drittel. Die sind etwas übermotiviert, habe ich das Gefühl. So, Zaleski. Medalski. Jawohl, 2-0. Freie Sicht für Treutle und Austin Medalski mit dem 2-0. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl in Spiel 1. Vor allen Dingen, in Spiel 1, im Entscheidungsspiel im ersten Drittel. Das wollte ich eigentlich sagen. Oh mein Gott. Austin Medalski. Viertes Playoff-Tor. Nürnberg schlägt sich gerade selbst. Diesmal sind wir wenigstens im Powerplay etwas besser. Eckerson. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er den bekommt. Ja, für Nürnberg wäre es auf jeden Fall jetzt wichtig, im ersten Drittel noch ein Tor zu machen. Ich meine, sie haben es gestern gezeigt, dass es eigentlich, dass zwei Tore innerhalb von ein paar Sekunden passieren können, aber so fürs Gefühl, Potter, wäre es natürlich schon besser. Jones kriegt die Scheibe nicht von Buck. So, jetzt wieder Potter, Zalewski auf Ryan Jones. Oh, Zalewski. Jones. Ach Mist, das war abseits. Oh, was für den Bulli verliert er? Gilbert. Hospelt mit dem Fehler. Kisslinger, Gilbert. Wir können ja auf Defensiv-Hockey einfach stellen. Oh, Weslow mit dem Save. Und, ach Mann, und da ist das 2-1. Aber so ein Ding muss jetzt natürlich fallen. Richtig, richtig mies, dass so ein Tor jetzt hier fällt. Nürnberg ist wieder zurück im Spiel. Ja, und dadurch ist die Entspannung jetzt natürlich erstmal weg. Jetzt ist nur ein Tor. Daniel Weiss mit seinem zweiten Playoff-Tor. Und Dominik Tiffels. Abgefälscht. Mein Hund trinkt gerade wieder wie ein Bekloppter. Der ist auch total aufgedreht vor diesem krassen Spiel. Tiffels bringt die Scheibe zu Uvira. Hospelt. Letzte Minute läuft. Dupuis, Best. Gut verteidigt. Uvira, 9 Sekunden noch. Scheibe einfach mal rübergebracht. Ja, das reicht auf jeden Fall zur Pausenführung im ersten Drittel. 1-2. Ja, aber einfach ein unnötiges Gegentor. Habe ich wieder zu viel Schabernack betrieben. 2 Torschüsse hat Nürnberg erst und wir haben 7. Das sagt doch schon alles. Da ist dieses Tor eigentlich nur aus 2 Schüssen entstanden. Ansonsten hat Nürnberg noch nichts auf unsere Kiste gemacht. So, Schütz gewinnt das Bulli. Medalski wieder. Und Treutle mit dem Save. Müller geht hinterher. Drei geblockte Schüsse von Gilbert. So, Reimer mit Potter. Oh, da ist die Chance für Ecton und Weslow. Ecton. Weslow. Schütz. Mit dem Spielbus. Jetzt dreht man nun komplett durch. Gilbert. So, Pinizzotto.
Pelizotto, keiner ist da. Und Reutlund hat die Scheibe aber. So, sehen wir nochmal hier den Save von Seslow. Under 4 minutes have gone by. It is a tight contest thus far with the score 2-1. Zaleski bringt die Scheibe zu Sulzer, diesmal ist er gehalten. Ah, jetzt kommt Härte rein. Fuck. Oh nein, Jones. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich die Scheibe habe. Ackeson. Oh, Zaleski kriegt aber die Kelle nicht runter. Ackeson. Hat die Scheibe, Jones. Sulzer. Oh, knapp vorbei. Und Strafzeit wieder gegen Nürnberg, sehr schön. Wie kann es auch anders sein? You can just see the confidence when a team is lightning-like on the power play, and this one is, they get another chance beginning now. Solid, clean win. So, jetzt vielleicht mal. Wird mal wieder Zeit für ein Tor von Hinauski. Janeway. Pelizotto. Nein! Zaleski. Och, Mann. So, Janeway auf Pelizotto. Ganz ruhig spielen, Mann. Wir haben noch 50 Sekunden. Das ist viel. Aber das war zu souverän. Oh nein, der geht wieder. Warum hält er einfach nicht die Kelle runter? This one comes into the possession of the guy who's supposed to stop all these. Up the way. Oh, richtig schlechtes Powerplay. I don't know if they can get everybody off, but it's dumped in. Aber etwas zu souverän, was wir da vorhatten. Cologne's getting to the neutral zone. Ryan Jones. The Ice Tigers killed it off, and so we're back even. So, jetzt Nürnberg wieder komplett. Und das ist zum Glück abseits. Wieso bleiben unsere erschöpften Spieler drauf? Was ist denn das für ein automatisches Wechselverhalten? Schütz verliert das Bulli. Oh. Jutschina. Oh, die bricht der Schläger. Jetzt die Chance, Marcel Müller. Potter. Uvira. Oh, Müller. Verdammt. Wieso kriegt er da nicht irgendwie den Schläger richtig dahin? Das war die Chance zum 3-1. Alanov. Wer hat ihn? Wer hat ihn? Uvira hat ihn. Aber er ist so langsam, Mann. Uvira. Oh, Tiffels! Da schießt der Treutler an, der genau in der Mitte steht. Der Puck liegt da, aber keiner kommt daher für den Rebound. So, Fohl. Moritz Müller. Jutschina, die Scheibe ist noch bei... Oh, jetzt ist nur noch Moritz Müller hinten. Oh, Weslau. Oh mein Gott, Pfosten von Alanov. 4:38 auf der Uhr. Janeway vor Linowski auf dem Eis. So, jetzt. Gut gemacht. Janeway. Drüben ist Hanowski, aber Treutl mit dem Save. Wohl. Tiffels. Dominik Tiffels. So, Treutl. Oh, gefährlich.
Was macht der denn? 2 Minuten noch. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, Nürnberg hat Pech mit dem Pfosten. Und wir haben gerade mega Glück, dass wir noch führen. Zalewski. Oh. Acton. Zalewski. So, und das sollte wohl. Ja. Das ist die 2:1-Führung auch nach dem zweiten Drittel. Jetzt haben wir zwar noch 0,6 Sekunden, aber hier wird jetzt eh nichts mehr passieren. So schnell kriegen wir die Scheibe nicht zum Spieler. Ja, sowieso weg. Na gut, es sieht gut aus. Noch 20 Minuten, eventuell die letzten 20 Minuten in dieser NHL 19-Saison, in diesem NHL 19-Projekt auf meinem YouTube-Channel. Weil danach ist wirklich Schluss, wenn die Saison rum ist. Ich habe erst überlegt, ob wir nochmal eine NHL-Saison machen, aber nee. Dadurch hat mich das Spiel einfach wirklich zu sehr enttäuscht. Wenn man das einfach länger spielt, merkt man doch, was hier teilweise für gravierende Fehler dabei sind. Übrigens war das gerade Alexander Weiß auf dem Bild und nicht Daniel Weiß. So, Schütz gegen Acton. Schütz holt die Scheibe. Murdaisky. Ob das jetzt der richtige Weg war, wird sich zeigen. Tiffels, Pinizotto, aber Potter kriegt die Scheibe zumindest aus unserem Drittel raus. Oh, und da ist die Chance jetzt. Schade. Da wollte ich mit Schütz zaubern. Murdaisky, ja, auf Marcel Müller. Pinizotto. Oh, heute stehen sie sich im Weg. Treutle spielt schnell. 16 Minuten noch. Reimer, Potter. Und Eckeson. Es ist einfach keiner da. Warum ist hier keiner, Mann? Jones. Wen haben wir jetzt hier? Zalewski. Ellis. Schulzer. Ellis. Oh! Treutle, Mann. Der spielt aber auch schnell. Der lässt keine Situation mehr hier zu. Führt als Sieger. Nein! Das 2:2. Oh mein Gott. Da führen wir 2:0 und Nürnberg kommt zurück. Ach Mann, ey. 2-Tore-Führung, das ist nichts für mich. Tja, Zalewski, Jones und Eckeson. Das gibt doch noch ein bisschen Arbeit hier. 7. Tor für Seagal in den Playoffs. Die haben so wenig Torschüsse, Mann, aber sind so eiskalt. Jurcina. Warum habe ich eigentlich einen Offensivdruck von Zurückhalten wieder? Ellis. Oh, abgefangen. Lalonde, Föderl, Wesslau. Kriegen die Scheibe gerade nicht raus. Buck. So, jetzt. Jason Eckeson. Oh, Hanowski. Den musst du machen, Junge. Wenn er reingeht, dann war es schön. Meisten Torschützenwunder zeigt es nur noch Ben Hanowski. Oh, er verliert überhaupt keine Ambitionen, das Bulli zu gewinnen, Mann. Tiffels, Best. Oh, Hubert. Genaway. Ach Mann, ey. Alanov. Wesslau. Moritz Müller. Benonowski. Genaway. Oh, verloren. Dupuy. Fohl. Und es gibt eine Strafe, Mann. Es gibt eine Strafe. 6 Minuten 40 vor Schluss. Weiß. Oh, Scheiße, ey. In so einer Situation, sowas Dummes. Zalewski und Pinizotto, komm, das kriegen wir hin.
always important to win the special teams battle, or at the very least, come out even. Buck. At least he protected his goaltender. Oh, Potter. Must get it out. A good solid pass and oh, mit Eiski, komm, jetzt können wir doch gehen. Haben wir noch ein bisschen Platz. Drüben jetzt. Nein, Pinizzotto. The power play unit has to recoil and try yet again. Good defensive Zaleski wieder. Carries it on in from center. Gives it on a Potter. Cross from the point. Pinizzotto. Knocked off the puck. Hält, nee, hält er nicht. This game has been tightly contested the entire way. I can't see. Komm, wechsel. Wieso wechseln die nicht, die Idioten? Madajski. Haben wir den Schuss gesucht. Ah, wir sind ja zu fünf. Oh, Fohl, Potter. Schütz. 3 Minuten 30. Müller. So ist er. Ah, wir kriegen auch keine Schussbahn. Ecken. Sulzer fängt die Scheibe hinterm Tor ab. Pinizzotto. Wer wird der Held von Köln? 2019. Erstmal ist es Wesslau mit dem Save. Schütz jetzt. 47 Sekunden noch. Ist jetzt nicht die schlechteste Reihe, um was hier zu versuchen. Schütz. Save von Treutle. Köder kriegt die Scheibe. Aller noch. Oh. Sulzer fängt ab. Schütz startet durch. Ach Mann, ey. 20 Sekunden, das riecht gerade wieder ein bisschen nach Overtime. Zalewski. Pinizzotto wird da weggedrückt. 7 Sekunden noch und es gibt wohl einen Nachschlag. Es gibt einen Nachschlag. Nach 2:0 Führung steht es 2:2 und wir gehen in die Overtime. Naja gut, wenn es so ausgeht wie gestern, ist ja alles gut. Die Haie gehen nochmal zur Besprechung. In die Kabine. 9 Schüsse haben die gehabt, Mann. 9, wir haben 23. Ist das ätzend. Schütz, Acton Brown. Schütz verliert Spully. Arnsen, Gilbert. Komm ey, in Köln die Meisterschaft klar machen. Using the point. Oh, Potter. Oh nein! Da ist er drin. Oh mein Gott, und es geht nochmal nach Nürnberg, Mann. Wir haben morgen nochmal ein Spiel, Leute. Also, morgen 15 Uhr geht's weiter in Nürnberg mit so einem richtigen Ei. Kommen sie zurück. Und das gibt's nicht, Mann. 2:0 geführt und Nürnberg macht das nächste Ding. Ist das ärgerlich. Potter kriegt keine Kontrolle. Mann, 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 Mann. 10 Schüsse und die machen 3 Tore. Acton, Müller, Treutle, die Spieler des Tages. Unfassbar. Mir fehlen echt die Worte. Naja gut. Wer natürlich NHL-Videos mag, dem wird's gefallen. Auf jeden Fall, ja, das war's dann wieder für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge von der WW2K19-Karriere. 15 Uhr NHL 19, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Morgen vielleicht dann die letzte Folge. Um 16 Uhr WW2K19, das Community-Universe, das Eververse und um 18 Uhr täglich eine neue Folge vom Road-to-Glory-Modus in WW2K19. Wenn ihr da ein Interesse habt, lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!